Verstehe absolut nichts. Wäre ja, mal cool, dann die Übersetzung zu haben. Also wirklich, falls ihr Französisch spricht. Hatten ja viele in der Schule. Das gibt es, glaube ich, in manchen Schulen. Ich hatte Russisch und Englisch in der Schule. Hilft mir leider gar nichts. Ich kann kein einziges Wort. Seid ihr sicher, dass ihr meinen Jack gesehen habt? Hilft dir doch nichts. Also gut, dann werde ich nach Toledo gehen. Gracias. Ich hoffe nur, dass ich euch richtig verstanden habe. Ja. Auf keinen Fall. Toledo. Hier entlang. Ungefähr einen Monat nach der Abreise aus Compostela. Toledo. Buen dia. Parlez-vous français? Englisch? Natürlich. Wie kann ich euch helfen? Man sagte mir, ein Mann namens Jack Bilder wohne in diesem Haus. Wer hat euch das gesagt? Eine Gruppe von Gelehrten, die am Rande der Stadt leben. Sie sagten, er habe alte Schriften über Mathematik übersetzt, bevor er hier eingezogen sei. Bitte wartet hier. Ich werde mit Meister Rashid sprechen. Rashid, ja, hier war er. Da war er wohl. Wahrscheinlich ist das lange nicht mehr. Ist groß und hell. Kingsbridge. Das erinnert mich ja absolut gar nicht an Kingsbridge. Aber okay. Wächst zu schnell. Ich will es nicht einfach zurücklassen. Es liegt mir zu viel daran. Auf jeden Fall. Oh, eine Eidechse. Ein Blick hineinwerfen. Oh, ja. Kommt mir bekannt vor. Oh, Jack ist schnell da. Das ist seine. Jack ist hier. Das ist der Beweis, den ich brauche. Großartig. Kleiner Tisch. Hier kann man nichts tun. Oh, hallo, junge Frau. Ist doch die Tochter. Oh, da seid ihr. Darf ich fragen, wer euch hier reingelassen hat? Ich bin hunderte von Meilen gereist auf der Suche nach einem Mann namens Jack Bilder. Ein Gelehrter sagte mir, ich würde ihn hier finden. Ja, das hat mein Diener mir schon gesagt. Mein Vater ist derzeit nicht hier. Daher werdet ihr mit mir Vorlieb nehmen müssen. Okay. Leider muss ich euch enttäuschen. In diesem Haus wohnt niemand namens Jack. Aha. Vielleicht hat er ja seinen Namen geändert. Verzeiht, aber das ist nicht leicht. Für keinen von uns. Ihr solltet Wie wissen, was? Dass Jack und ich einander versprochen sind. Vielleicht Ach du Scheiße. Die Sonne brennt und meine Mutter braucht uns oh nicht zu hören. Nicht schon wieder so ein Scheiß. Jack hat mir von euch erzählt. Ihr seid Aliener. Ihr seid die, die ihn abgewiesen und seinen Stiefbruder geheiratet hat. Ja, und ich bin hergekommen.
Sie ist hergekommen. Und jetzt wollt ihr ihn zurück. Um ihn zurückzugewinnen. Allerdings. Ich bin hier, weil ich ihn liebe. Er sagte immer, er sei hierher gekommen, um etwas über seine Herkunft zu erfahren. Stattdessen fand er alles Mögliche heraus. Über Philosophie, Mathematik. Als mein Vater und er sich trafen, war es Liebe auf den ersten Blick. Sie studierten zusammen und machten große Pläne. Aber am Ende fing Jack immer wieder an, von seiner Kathedrale zu reden. Der großen Kirche, die er eines Tages bauen würde. Zwei Frauen. Rückengewölbe und Spitzbogenfenster. Er konnte sich stundenlang darüber auslassen und zu dieser Decke hochstarren. Wir drei saßen stundenlang hier und redeten. Und am Abend waren es dann immer nur wir zwei. So viele seltsame Ideen über die Zukunft. Einige kaum mehr als Blütenträume, andere fast in Reichweite. Ihr sprecht von ihm, als sei er fortgegangen. Nun ja, er ist nicht mehr hier. Mein Vater hat ihm Arbeit als Baumeister hier in Toledo angeboten. Er wäre wohlhabend geworden und imstande gewesen, seine Abende unter solchen Gesellen zu verbringen. Aber warum hat er seine Schleuder hier gelassen? Aber am Ende wollte er das nicht. Sagt mir, habt ihr wirklich seinen Stiefbruder geheiratet? Es ging nicht anders. Es war ein Fehler. Das weiß ich jetzt. Selbst wenn ich es getan habe, um ein Versprechen meinem Vater gegenüber zu erfüllen. Ich dachte, ich hätte keine Wahl. Ich wollte ihm nicht wehtun. Glaubt mir. Ich glaube euch. Wisst ihr, er hat mich euretwillen verlassen. Es tut natürlich leid. Selbst nach allem, was ihr ihm angetan hattet, aber, konnte er euch nicht loslassen. Ihr könnt so froh sein, dass ihr mich getroffen habt und nicht meine Mutter. Sie war so wütend, als er ging. Er kann diese Wirkung auf Menschen haben. Aber davon abgesehen haben wir unseren Frieden mit ihm gemacht. Vater gab ihm sogar eines seiner liebsten Stücke als Abschiedsgeschenk. Eine kleine Holzstatue mit Augen aus Stein. Dachte ich mir doch. Seine Schleuder. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Er wollte nach Paris. Ich wusste doch, da fehlt was. Um an der Kathedrale Saint-Denis zu arbeiten. Er sagte, er hätte nie die Wahrheit über seinen Vater herausgefunden. Deshalb gäbe es keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Das hat man doch gesehen. Paris? Ja. Wenn ihr ihn dort findet, sagt ihm, ich vermisse ihn nicht. Paris. Ja. Das alles tut mir so leid. Das braucht es nicht. Wie heißt das Kind eigentlich? Er hat noch keinen Namen. Ich wollte ihn nicht ohne Jack taufen. Ist das nicht ein bisschen albern? Vielleicht. Aber er ist ebenso sein Sohn wie meiner. Er hat ein Recht mitzubestimmen. Dann auf nach Paris mit euch. Das Baby braucht einen Namen. Er wird einen auf bekommen. Auf jeden Fall. Danke. Also ich finde, Zwerg ist ein guter Name, aber ja. Das ist jetzt kein Name für ein Kind. Ich reiste den Jakobsweg zurück über Astorga, León und Burgos. Ich überquerte die Pyrenäen, kam wieder nach Bordeaux, Angoulême und Poitiers, aber blieb nie länger als eine Nacht. Den können wir dann noch alle, den können wir dann noch eingeben. Je näher ich Paris kam, umso stärker kehrten meine alten Zweifel und glaube ich nicht, aber zurück. Wäre Jack wirklich dort, was würde ich ihm sagen? Ja.
Ich würde ihn sehr, sehr fest an mich drücken und mir wünschen, dass alle Wunden so schnell heilen würden, wie es möglich war. Drei Monate später. Lange war sie hier unterwegs. Aber wirklich lange. Paris. Das gute alte Paris. Des Mittelalters. Steht noch kein Eiffelturm. Den Eiffel gab es noch gar nicht. Den Herrn Eiffel. Basilika of Saint-Denis. Nicht hier. Okay. Was, wenn ich Jack nicht erkenne? Was, wenn er mich nicht sehen will? Ach, diese Zweifel. Wenn er hier ist, werde ich ihn selbst finden. Natürlich wirst du ihn erkennen. Fenster. Aber. Sind wir aufgewacht? Du hättest das fast verpasst. Schau die bunten Fenster. Schau mal das Licht. Wer ist denn da? Jack. Wir? Ist das... Er ist dein Sohn. Mein Sohn. Es tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld. Wohin sollen wir jetzt gehen, Ellie? Wohin wir auch gehen, ich will mit dir gehen. Oh. Willst du mich heiraten? Oh. Ihr beide. Ja, wir wollen. Doppel-Oh. Wir blieben in Paris, als Mann und Frau. In Paris? Mit unserem Sohn, Tommy. Tage flogen dahin. Jack hatte viel gelernt. Wie ekelhaft romantisch. Tage wurden zu Monaten. Nach einem Jahr wurden wir beide geheiratet in Paris. Wohin sollen wir jetzt gehen, fragten wir uns erneut. Wir beide gestanden, dass wir unsere Familie sehen wollten, unsere Freunde. Und dann wussten wir, wohin wir gehen wollten. Nach Hause. Selbst wenn es in Trümmern lag. Hafen von Cherbourg. Wir müssen uns beeilen. Das Schiff nach England legt bald ab. Was geht hier vor? Was es auch sein mag. Wenn die Menge sich nicht auflöst, verpassen wir unser Schiff. Na dann, nach eurer Hochzeit in Paris. Ja, auf nach Hause? Wir könnten sie mit Hilfe der Stute ablenken. Oder wir reiten einfach durch die Menge. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Zurück nach England. Ach, wirklich? Bleib doch in Frankreich. Ein Priester. Wisst ihr, was hier los ist? Ach, Chaos. Ich schaffe es nicht, diese Leute zu beruhigen. Bei Gott, ich hab's versucht. Was ist geschehen? Der Spielmann hat ihnen ein paar Geschichten erzählt. Und dann hat er ihnen Amulette verkauft für Gesundheit, Glück und Geld. Aber es waren nur Märchen und bemalte Steine. Wie immer.
Ja, aber jetzt könnte ich sowas wie ein echtes Wunder brauchen, um sie zu beruhigen. Sonst werden sie den armen Kerl zerreißen. Ah, ich glaube, wir haben da was Nützliches im Gepäck. Eine Steinschleuder. Das ist nicht der richtige Ort. Eine aufgebrachte Menge. Verzeihung? Was ist hier los? Ein Dieb ist das. Er hat uns Lügen erzählt und unser Geld gestohlen. Aber ist das nicht ein simpler Spielmann? Der arme Mann. Wir müssen ihm helfen. Nein. Wie nein? Oh, er mag das auch nicht. Ich auch nicht. Und hat er schon einen Namen? Jetzt habt euch doch... Jetzt doch könnt ihr... Es ist... Namen... Das würde mich jetzt aber wirklich interessieren. Das Innere der Kiste hat sie warm gehalten. Das Holz ist leicht feucht. Aha. Ja, wir haben hier ein Wunder. Magie-Zauberei. Nein, Physik. Seht die Jungfrau Maria! Wenn nur ein Wunder diese Narren zur Vernunft bringen kann, dann gib ihnen eins. Du hast recht. Ich muss sie zum Wein bringen. Es ist die einzige Möglichkeit. Noch passiert nichts. Aber wenn ich mich mit ihr in den Schatten stelle... Das wäre eine Idee. Funktioniert. Siehst du? Dein Freund Rashid muss ein wirklich interessanter Mann sein. Präsentier uns. Seht! Was geschieht hier? Die Mutter Gottes. Sie weint. Huldig der Mutter Gottes, denn sie hat uns mit einem Zeichen vom Himmel gesegnet. Hört auf zu streiten und bezeugt das Wunder. Es ist wahr. Herr im Himmel, warum weint sie? Sie weint um eure Sünden. Was hat dieser Mann euch getan, dass ihr ihn wie ein Tier behandelt? Er hat uns betrogen und unser Geld gestohlen. Und ihr wollt ihn töten, eurer eigenen Torheit wegen? Die heilige Maria weint, denn ihr lebt nicht nach dem Wort Gottes. Es ist die Mutter Gottes. Heilige Maria, vergib uns. Woher kommt sie nur? Zwinker, zwinker. Seit Hunderten von Jahren schmachtete sie im Land der Sarazenen. Schlummernd wartete sie darauf, dass jemand sie heimführen würde. Hört, was er zu sagen hat. Die Jungfrau Maria hat diese junge Familie erwählt, sie zu beschützen. Sagt uns, wohin ihr geht. Ihr Ziel liegt jenseits des Meeres, in einer kleinen Stadt namens Kingsbridge. Dort will sie Ruhe. Kingsbridge? Wo ist das? Ave Maria! Macht Platz für die Jungfrau Maria! Halleluja! Macht Robert gesund! Zwinker, zwinker. Heilige Maria, lass meine Tochter schwanger werden! Gib uns eine gute Ernte! Sie spenden, um ihren Segen zu erbitten. Oh, die weinende Madonna wird eure Gebete erhören. Und mit euren Spenden werde ich... Nein. Geh nicht zurück, geh nicht zu weit, Kathedrale. Nein. Du bist es. Oh nein. Wen meint ihr? Nicht zu weit. Ich, er hat zu viel gewollt. Den rothaarigen Geist. Ich? Er hat zu viel gewollt. Sieht er aus wie ein Geist?
Ehemann ist sehr lebendig. Verzeihung. Ich kenne ihn, seit er 12 war. Aber er ist ertrunken. Bei Gott, du bist ertrunken. Vor 24 Jahren. Wie, was? Was? Weißen Schiff. Was passiert hier? Mein armer, armer Sohn. Bestimmt nicht. Jacques. Sein Name war Jacques? Jacques aus Cherbourg. Jacques Cherbourg. How about nope? Die Säulen der Erde im Auge des Sturms, Kapitel 15. Die Reise. Was du getan hast. Auf der Reise in die Normandie hat dich ein Gefühl von Hoffnung überbekommen. Du hast dem jungen Steinmetz Gehör geschenkt und bist zuerst nach Lessay gereist. Du und dein Baby seid krank geworden, aber ihr habt es geschafft zu überleben. Du hast einen anderen Pilger auf dem Jakobsweg beigestanden. Du hast dich in Rashids geheimem Archiv geschlichen. Du hast Jacks Steinschleuder von Rashid gestohlen. Oha, stimmt. Es könnte noch Ärger geben. Du hast Jack in Paris gefunden. Du hast dich dazu entschlossen, nach Kingsbridge zurückzukehren. Du hast einen Spielmann vor einem Lynchmob gerettet. Du hast Jacks Großmutter getroffen und etwas über das Schicksal seines Vaters erfahren. Ach, tatsächlich, wirklich. Wirklich die Großmutter. Wahnsinn. Okay, spielen wir weiter. Akzeptieren wir unser Schicksal. Endlich mal was, ja, Freudiges. Endlich wendet sich mal das Schicksal zum Positiven. Das kann sich sehr schnell ändern, sobald wir nach England zurückkehren. Was ja nach wie vor für keine gute Idee halte. Ja, können wir nicht in Frankreich bleiben und da glücklich werden mit der Familie? Das ist zurück ins kriegerische England und... Oh weil das kann ja nur übel werden. Gut, aber wir akzeptieren unser Schicksal und setzen die Reise fort. Zurück nach England. Kapitel 16. Zum Haus. Kingsbridge. Oh, ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist, heimzukehren. Aber sie so wollten es so. Aber keine Kräuter oder Wurzeln. Was siehst du da, Jonathan? Der Garten ist unordentlich. Ich will ihn wieder ordentlich machen, aber ich weiß nicht wie. Bevor ich Prior wurde, dachte ich dasselbe über Kingsbridge. Und was hast du getan? Sauber gemacht. Wo fangen wir an? Einige Pflanzen sind Unkraut und müssen weg, bevor wir neue sehen können. Was ist Unkraut? Es nimmt anderen Pflanzen weg, was sie zum Wachsen brauchen. Licht, Wasser, Platz. Und was machen wir jetzt? Sie ausreißen. Sie sehen aus wie alle anderen Pflanzen. Daher musst du lernen, wie man sie unterscheidet. Hier, siehst du die? Die werden Sauerklee genannt. Lass uns erst die ausreißen. Ich mach das. Wenn du willst. Gib acht, dass du alle dünnen Wurzeln mit rausziehst. Und was machen wir jetzt? Doch nicht alles.
doch noch lange nicht alles rausgerissen. Damit Pflanzen sich gut verwurzeln können, muss der Boden locker und fruchtbar sein. Dann darf ich jetzt graben? Fertig. Und weiter? Du bleibst hier. Ich komme gleich wieder. Saatgut holen. Wo hast du sie versteckt? Ah, da sind sie. Du hast immer gesagt, du wolltest diese Samen aussäen und einen neuen Garten anlegen, Milius. Ich denke, die Zeit ist reif. Erinnerst du dich an Milius? Ein freundlicher Mann mit einem gütigen Lächeln. Er hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Wow! Jetzt müssen wir nur noch warten. Warten. Wie lange? So lange, um dabei zusehen zu können. So lange? Manche Dinge brauchen Zeit. Und nur mit Geduld wirst du deine Belohnung erhalten. Warum machen wir das alles, wenn wir dann bloß warten müssen? Einfach nur warten reicht nicht, Jonathan. Du hast den Weg bereitet, damit die Dinge ihren Lauf nehmen können. Sie geschehen in diesem Augenblick. Und in ein paar Tagen werden wir wiederkommen. Und das erste grüne Blatt von etwas Neuem sehen. Oh, ist das Gottes Belohnung? Vielleicht. Macht er das Blatt von der Pflanze? Du hast es gemacht. Nein, ich habe nur den Samen gesät. Jetzt kannst du Wasser aus dem Regenfass holen. Aber es ist schon lange da drin. Es stinkt. Im Fluss gibt es ganz viele Bäume. Ich wette, das Wasser da ist besser. Das ist aber ein langer Weg. Das macht nichts. Ich laufe gerne, wenn das was bringt. Vielleicht hast du recht. Es ist es wert. Na dann. Lass uns zusammen gehen. Aber ich trage den Eimer.